kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Ich begrüße Sie zu ATV Nachrichten am Donnerstag. Unsere Kamerateams waren wieder fleißig im Allgäu unterwegs. Das sind die Themen heute. Wohin mit den Asylbewerbern? Wie das Unterallgäu mit dem wachsenden Flüchtlingszustrom umgeht. Unter Schutt und Asche, erste Fundstücke der archäologischen Ausgrabung in Isny. Und Nachwuchs im Beutel, Kängurupaar aus Sulzberg im Babyglück. Syrien, Irak, Afrika, militärische Konflikte gibt es in vielen Regionen dieser Welt. Mehr als 51 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Gewalt. Immer mehr davon suchen auch in Deutschland Asyl und müssen hier irgendwie untergebracht werden. In Bayern ist das die Aufgabe der Regierungsbezirke. Sie verteilen die Flüchtlinge auf die Landkreise. Für die wird es aber immer schwieriger, Unterkünfte zu finden. Wir haben uns den aktuellen Stand der Dinge angeschaut. Eine Unterkunft für Asylbewerber in Kempten. Mehr als 100 Menschen sind hier untergebracht, während sie auf ihre Anerkennung als politische Flüchtlinge warten. Immer mehr Flüchtlinge kommen derzeit ins Land und müssen untergebracht werden. Die zuständige Regierung von Schwaben und die Landratsämter stellt das vor eine zunehmend schwere Aufgabe. Im Landkreis Unterallgäu macht sich der Landrat Sorgen. Wir haben ganz aktuell 355 Asylbewerber hier im Landkreis Unterallgäu untergebracht, in zwei Gemeinschaftsunterkünften, einmal 126 und einmal 37, und der Rest verteilt sich auf sogenannte dezentrale Unterkünfte im ganzen Landkreis verteilt an ca. 15 Standorten. Unser Problem ist derzeit das, dass wir überhaupt keinen Platz mehr haben. Das heißt, wir stehen irgendwo mit dem Rücken zur Wand. Da kommt die Nachricht aus der Gemeinde Marktwald gerade recht. Ein privater Investor hat vor kurzem diese Häuser am Bahnhof im Ortsteil Anhofen gekauft. Er will die Gebäude an die Regierung von Schwaben vermieten für die Unterbringung von Asylbewerbern. Im Rathaus von Marktwald konnte man keinen Einfluss auf die Entscheidung nehmen. Bürgermeister Peter Wachler bekommt seither positive Rückmeldungen und ängstliche Fragen seiner Bürger. Er selbst geht optimistisch an die Sache heran und will das Beste daraus machen. Für mich ist es in erster Linie wichtig, gute Integrationsarbeit zu leisten, dass ich die Leute hier am Ort versuche, so gut wie es geht, ins Dorfgeschehen einfach zu integrieren. Ich möchte sie in irgendeiner Form auch einfach beschäftigen, weil schon allein, um zu verhindern, dass sie auf dumme Gedanken kommen. Und man muss einfach gucken, dass es den Leuten, dass sie sich schon willkommen fühlen. Bis November sollen die Häuser renoviert sein. 31 Flüchtlinge will die Regierung dann hier einquartieren. Wie man sie ins Dorfgeschehen integrieren kann, der Bürgermeister hat dazu schon Ideen. Sie könnten zum Beispiel kleinere gemeinnützige Arbeiten leisten. Beim Ortstermin mit ATV-Reporter Fabian Licher gibt der Bürgermeister aber auch eines zu bedenken. Genaue Pläne kann er noch nicht schmieden, denn noch ist völlig unklar, um was für Menschen es sich handelt, wie alt sie sind und wo sie herkommen. Peter Wachler setzt aber darauf, dass diese Informationen noch rechtzeitig kommen. Ich glaube, dass mit der Zusammenarbeit mit dem Landratsamt, dass das wirklich sehr, sehr gut funktionieren wird, weil wir haben ein sehr funktionales Landratsamt und eine sehr transparente Behörde, wo ich sicher sein kann, dass ich auch mit dem Herrn Landrat diesbezüglich auf einer Meinung bin und sehr gut zusammenarbeiten werde. Je mehr Flüchtlinge kommen, desto mehr Erfahrungen sammelt die Region auch mit deren Unterbringung. So nimmt sich Peter Wachler die Nachbargemeinde Ettringen als Beispiel. Der dortige Bürgermeister hat schon gute Vorarbeit geleistet. Es gibt dort den sogenannten Sole e.V. Das ist ein extra für die dortigen Asylbewerber gegründeter Verein, der da unterstützend zur Seite stehen soll, wenn es darum geht, die Asylbewerber gut im Ort zu integrieren.
Gute Integration könne verhindern, dass es zu Problemen zwischen Asylbewerbern und Dorfbewohnern kommt. Da ist sich der Bürgermeister sicher. Davon will er jetzt auch die Zweifler im Ort überzeugen, damit die Unterbringung der Flüchtlinge für Marktwald eine Erfolgsgeschichte wird. Es ist eines der Streitthemen, die Pkw-Maut, die die CSU einführen will. Selbst innerhalb der Union ist man sich da nicht so einig. Einige CDU-Landesverbände hatten sich gegen eine flächendeckende Maut ausgesprochen. Sie befürchten wirtschaftliche Einbußen in den Grenzgebieten. Jetzt scheint ein Kompromiss gefunden. Pkw-Maut ja, aber nur auf Autobahnen und Bundesstraßen. Was halten Sie davon? Haben wir Passanten in Kempten gefragt. Ich habe mir da wirklich noch nicht die Gedanken gemacht, weil es mir jetzt nicht so betrifft. Aber das ist ja die Diskussion mit den Anrainerstaaten. Deswegen macht es sicher Sinn, jetzt hier in der Grenzregion da eine Alternative in dem Fall dann zu bekommen. Was soll ich nur zahlen, wenn ich auf der Autobahn fahre und das andere nütze ich auch? Na, dafür müssen wir auch bezahlen, wenn schon, dann alles. Wir haben auch Nachbarn in Deutschland, die sehr gerne zu uns kommen. Und wenn die nun über jede Straße, Landstraße irgendetwas zahlen sollten, fallen wir ganz unangenehm auf. Auch mir persönlich ist das ganz egal. Wir müssen ja sowieso die Maut zahlen, wenn sie kommt. Dann ist mir das auch egal, wo. Ganz ehrlich, habe ich mir so noch gar keine Gedanken gemacht. Also dass nur die Autobahn eventuell, gut. Aber da müssten die was auch für den Autofahrer tun. Ne? Also mit dem Steuern oder so. Auf Autobahnen gilt in ganz Europa und so soll es ja bei uns auch sein. Ich halte von der Maut-Idee halt gar nichts, sondern von dem ADAC-Vorschlag, dass man die Benzinsteuer halt 2 Cent erhöht. Dann wird jeder gerecht nach seiner Fahrleistung bemautet. Und die Maut ist sowieso eines der verrücktesten Ideen, die man kennt. Sie ist halt eine Stammtisch-Idee, weil man sich immer ärgert, dass die ganzen Holländer da durch Deutschland fahren, ohne was zu zahlen. Aber es stimmt ja nicht. Sie lassen hier, sie essen hier, sie fahren, sie müssen auch mal tanken, weil Deutschland groß ist. Also wir bräuchten diese Diskussion nicht wirklich. Es kommt halt, wie es kommt. Friss oder stirb. Aber was wäre Ihnen lieber? Gar keine, natürlich. Ich finde, da sollte man schon Unterschiede machen. Also Autobahn und Fernstraßen ist okay, aber da muss Ruhe sein. Eine Volkszählung für Menschen kennen wir alle ja, jetzt trifft's die Fische. Ein internationales Forscherteam schaut sich den Fischbestand im Bodensee genauer an. Interessant ist für die Forscher die Größe der Fische und die Art. Dafür fischen sie in verschiedenen Tiefen des Sees und mehreren Bereichen. 20 Forscher sind an der Aktion beteiligt. Erste Ergebnisse soll es in den nächsten Monaten geben. Weitere Meldungen aus der Region haben wir gleich für Sie in ATV Kompakt. Wählen Sie unter den Top-Küchen zu besten Preisen. Erwarten Sie Beratung und Service der Extraklasse. Küchenmeier, mit Sicherheit die beste Wahl. Küchenmeier in Kempten und jetzt auch in Memmingen. Küchenmeier. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht. Feiern Sie fröhliche Feste mit Dirndl und Lederhosen von Waffenbär. Waffenbär, das Einkaufserlebnis in Kempten. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. 2 Wochen nach der Absaugung fangen wir mit der Nachbehandlung an. Die läuft über 6 Wochen, wo die Patienten in unserer Klinik dann regelmäßig betreut werden. Durch die Nachbehandlung gehen die Schwellungen schneller weg, die Haut wird straffer und die Ergebnisse gleichmäßiger. Unser Ausflugslokal in Durach, direkt am herrlichen Wasserweg im Kemptener Wald gelegen, ist immer eine Reise wert. Ob bei durchgehender heimischer Küche, hausgemachtem Eis- und Kuchenschmankerl oder für Ihre nächste Festlichkeit. Wir freuen uns auf Sie. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Die Meldungen vom 4. September 2014.
Die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica packt einen Schiffscontainer für Liberia. Er soll im Oktober in die vom Ebola-Virus heimgesuchte Region starten. Inhalt sind Desinfektionsmaterial und Arztliegen. Benötigt werden darüber hinaus Einmalhandschuhe, Mundschutzmasken, Infusionen und Schutzbrillen. Die liberianische Präsidentin hatte Humedica-Chef Wolfgang Groß um Hilfe gebeten. Die beiden kennen sich von anderen Hilfseinsätzen in dem westafrikanischen Land. Ein eigenes Team will Humedica aber nicht nach Liberia schicken. Für solche Einsätze seien die Helfer aus Kaufbeuren nicht ausgebildet. Dafür brauche es Spezialisten. Jetzt ist es amtlich. Im ehemaligen Straßenbauamt im Kemptner Ortsteil Haubenschloss entsteht eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Das hat jetzt die Regierung von Schwaben offiziell mitgeteilt. 120 Flüchtlinge sollen hier zunächst nur im Erdgeschoss untergebracht werden. Sie sollen zunächst für ein paar Tage in dem Gebäude bleiben und dann weitervermittelt werden. Die Zahl der Asylbewerber, die nach Deutschland kommen, steigt seit Monaten kontinuierlich an. Die zentrale bayerische Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber im fränkischen Zirndorf platzt bereits aus allen Nähten. Auch in Altusried entsteht eine weitere Unterkunft für Asylbewerber, wenn auch erst im nächsten Frühjahr. Im bisherigen Freizeitheim Lerchenmüller sollen ab März bis zu 50 Flüchtlinge untergebracht werden. Der bisherige Betreiber hatte das Freizeitheim bislang quasi parallel zu seinem Spenglerbetrieb betrieben. Nachdem das Unternehmen im Winter ins benachbarte Dietmannsried zieht, ist diese Möglichkeit nicht mehr gegeben. Deshalb vermietet er die Räume an den Landkreis, um Asylbewerber darin unterzubringen. Rettungseinsatz für die Bergwacht gestern Abend am Seelekopf bei Steibis. Eine Wanderin aus dem Westallgäu war auf einem steilen Wegstück gestürzt. Dabei zog sie sich eine Verletzung am Knie sowie Abschürfungen am Arm zu. Per Rettungshubschrauber gelangten die Retter der Bergwacht zu ihr und versorgten ihre Wunden. Anschließend wurde sie am Bergetau hängend ins Tal geflogen. Ein Zimmerbrand hat heute früh in Niederstaufen zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Ein Anwohner hatte gesehen, dass aus dem Gebäude Rauch austritt und den Notruf quält. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand ein im Erdgeschoss stehendes Schränkchen bereits in Flammen. Diese konnten allerdings schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden ist laut Polizei gering. Sie hat jetzt die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bei einem Unfall in einer Biogasanlage in Hawangen ist heute ein Mann verletzt worden. Er war gerade dabei, die Anlage zu überprüfen, als er in den Gastank stürzte und sich dort nicht mehr bewegen konnte. Der Feuerwehr gelang es, ihn zu befreien. Wie sich herausstellte, hatte er sich bei dem Unfall den Fuß verdreht. Die Kemptner SPD hat Räumlichkeiten im Marstall für Sonderausstellungen ins Gespräch gebracht. Diese könnten später dann in das Allgäu-Museum integriert werden, sollte das neue Kemptner Museumskonzept dies vorsehen. An diesem wird gerade gearbeitet. Die SPD würde gern das Allgäu-Museum mit Exponaten der Alpenländischen Galerie und des Alpinmuseums kombinieren und ebenfalls im Marstall unterbringen. Das Kornhaus, in dem das Allgäu-Museum derzeit untergebracht ist, sei dafür aufgrund von Brandschutzauflagen weniger geeignet. Die Planungen für die Ortsumfahrung im Ostallgäuer Ruderatshofen sind einen Schritt weiter gekommen. Der Landkreis hat jetzt bei der Regierung von Schwaben Antrag auf Planfeststellung gestellt. Voraussichtlich in den nächsten Wochen soll das Verfahren eröffnet werden. Dann können die sogenannten Träger öffentlicher Belange, das sind beispielsweise Fachbehörden oder Vereine, sowie andere von den Planungen Betroffene, Stellung zu den Plänen nehmen. Seit den 1980er Jahren wird in Ruderatshofen über verschiedene Trassen für eine Umgehung diskutiert. Die jetzt geplante Strecke soll die Gemeinde im Osten auf einer Länge von knapp 5 Kilometern umfahren. Die Zahl der Erwerbstätigen in Memmingen wird bis zum Jahr 2030 rasant steigen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers geht von einem Anstieg von 6,3% aus. Das ist Bestwert in Schwaben und Platz 8 in Bayern. Oberbürgermeister Ivo Holzinger sieht das Ergebnis als Bestätigung der wirtschaftsfreundlichen Kommunalpolitik seiner Stadt. Ab morgen tritt der Kemptner Adriano Kolle bei der Weltmeisterschaft im Eismachen an. Mit seiner Kreation Gewürze des Orients konnte er bereits beim Vorentscheid in Berlin überzeugen.
Im italienischen Rimini möchte er nun den Titel holen. Die besten Eishersteller aus aller Welt werden gegen ihn antreten. Schon jetzt stehen die Kunden Schlange für Colles ungewöhnliche Eissorte. Der gebürtige Italiener ist deshalb optimistisch. Ich habe auch einen Heimvorteil in dem Sinne. Ich kann die Sprache, ich kann mit den Leuten richtig gut kommunizieren. Das ist sehr wichtig. Ich habe gemerkt, auch in Berlin, die Leute wollen auch mal mit diesen Eismeistern kommunizieren. Sie möchten mal hören, was da wirklich drin ist, wie das verarbeitet wird. Und das trägt dann natürlich zu einer hohen Punktezahl mit bei. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben ein bisschen Heimvorteil, haben wir schon. Aber natürlich präsentieren wir dort, ich vor allem das Allgäu, aber Deutschland. Und wir möchten den Titel natürlich hierher nach Kempten holen. Ob ihm das gelingt, wird sich in den nächsten 3 Tagen entscheiden. Dann tritt der 42-Jährige zusammen mit 2 weiteren deutschen Bewerbern bei der Gelato World Tour an. Und noch eine Meldung vom Sport. Was sich zum Ende bereits andeutete, ist jetzt offiziell. Sascha Golz steht dem Eishockey-Oberligisten EV Füssen in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung. Er will seine Karriere beenden. Das teilte er jetzt dem Vereinsvorstand mit. Soweit die Meldungen vom Donnerstag und damit zum Wetter. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 16 bis 13 Grad. Der Himmel ist größtenteils bedeckt. Aus Süden weht eine leichte Brise. Auch morgen Vormittag bleibt es wolkig. Bei bis zu 22 Grad zeigt sich die Sonne nur selten. Im nördlichen Allgäu kann es außerdem Nebel geben. Nachmittags ist es dann im gesamten Sendegebiet bedeckt. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen. Am Samstag gibt es stellenweise wieder Sonnenschein. Das Thermometer bewegt sich dann zwischen 14 und 20 Grad. Sonntags kann es Regen geben. Aus unterschiedlichen Richtungen wehen Böen. Es werden bis zu 21 Grad erreicht. Am Montag bleibt es zunächst trocken. Örtlich zeigt sich auch die Sonne. Zum Abend hin gibt es aber wieder Schauer. Wohnungen mit Tiefgaragen und Geschäftshäuser, das plant die Stadt Isny in der südlichen Altstadt. Doch ganz so einfach ist das nicht. Das Viertel wurde nach einem Stadtbrand im Jahr 1631 nicht wieder vollständig aufgebaut. Die wenigsten Häuser dort hatten Keller. Für Archäologen eine tolle Sache, denn sie sind davon ausgegangen, dass der Bereich gut erhalten ist. Und sie hatten recht, wie sich bei einer Rettungsgrabung im Vorfeld der Bauarbeiten herausgestellt hat. Die ersten Funde präsentiert die Stadt nun in der Ausstellung Unter Schutt und Asche. Hier sollen sie einmal entstehen, die Wohnungen und Geschäftshäuser mitten in der Isnia Altstadt. Doch hier wird noch nicht gebaut, es wird gegraben, und zwar nach archäologischen Denkmälern und Gegenständen. Damit die von den Baumaßnahmen nicht zerstört werden, finden hier seit 2012 Ausgrabungen statt. Und seitdem wurde einiges gefunden. Also Kellermauern, Kellerpflaster, Straßenpflasterungen, Brunnen, Latrinen, Drainageleitungen, also alles, was so zu einem kompletten Siedlungsbild halt gehört. An einer Grabungsstelle wurden die Umrisse eines Hauses sichtbar. Hier deutet vieles auf die Leinenproduktion hin, die einst in Isny so bedeutend war. Ich stehe hier gerade in einem Keller, in dem 3 Webstühle standen. Webstühle aus der Zeit, so wie es momentan aussieht, 16. 17. Jahrhundert. Also Trittwebstühle, eine Art von Webstuhl, die man Trittwebstuhl nennt, weil Gruben für die Pedale an den Webstühlen oder unter den Webstühlen angebracht sind. Und diese Trittgruben und die Pfosten, mit denen die Webstühle im Erdreich verankert wurden, die sieht man auch hier jetzt noch im Boden. Während der Ausgrabungen kamen einige alte Fundstücke ans Licht. Einen Teil dieser Gegenstände kann man nun in der Ausstellung Unter Schutt und Asche im Museum am alten Mühlturm betrachten. Das Besondere dabei? Eigentlich werden solche Funde erst nach Fertigstellung der Ausgrabung ausgestellt. Doch die gefundenen Gegenstände sollen der Öffentlichkeit nicht vorenthalten werden. Das hat verschiedene Gründe. Einer ist sicherlich der, dass wir bereits
seit einigen Monaten viele Funde zur Verfügung haben. Aber entscheidend ist das große Interesse in der Stadt Isny und von daher ist der Wunsch an uns herangetragen worden, ob es nicht möglich sei, eine kleine Ausstellung früher zu organisieren, um so der Öffentlichkeit zu zeigen, was wir bislang aus dem Boden geborgen haben. Und geborgen wurde einiges, von Messer über Krüge bis hin zu alten Kacheln. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen aber diese restaurierten Gläser. Von ihnen wurden rund 100 Stück gefunden. Erstaunlicherweise befanden sich viele in einem sehr guten Zustand. Normalerweise ist das Glas aus dieser Zeit sehr schlecht erhalten. Die Erhaltungsbedingungen sind nur, wenn günstige Sachen zusammenkommen, sind tatsächlich so in dieser Qualität, wie es dieses Mal der Fall war. Und die Gefäße waren auch gar nicht so stark zerschärbt, sodass man hier einen geschlossenen Komplex aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts freilegen konnte. Trinkgefäße in ganz großer, überwiegender Zahl, die das übliche Spektrum abdecken, wie es in dieser Zeit üblich war. Die Ausstellung Unter Schutt und Asche zeigt noch bis März 2015 die ersten Ergebnisse der Ausgrabung. Vielleicht kommt bis dahin das ein oder andere Fundstück dazu. Katzenbesitzer im Unterallgäu sollten aufpassen. Ein Unbekannter schießt in Attenhausen bei Sontheim auf die Tiere mit einem Luftgewehr. Die Bevölkerung wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Wer Hinweise auf den Schützen geben kann, der soll sich ans Rathaus wenden. Und auch in einem anderen Fall sind Hinweise willkommen, denn nach wie vor ist im Oberallgäu das Känguru Diego verschollen. Er weiß also noch gar nicht, dass er einen kleinen Bruder hat. Wie Mikey aussieht, das zeigen wir Ihnen gleich. Bleiben Sie bei uns. Erleben Sie Leidenschaft mal anders. Kommen Sie am 12. und 13. September zum Autohaus Brosch in Kempten-Durach. An den Aktionstagen erwarten Sie exklusive Angebote. Ihr Autohaus Brosch in Kempten-Durach. Leckeren Käse und viele weitere Markenprodukte preisbewusst einkaufen bei Edelweiss im Factory Outlet Center in Kempten. Jetzt finden Sie einfach und schnell Ihr neues Zuhause. Das Allgäuer Immobilienangebot in einer Online-Suche. Immobilien.allin.de. Die neue Immobilienbörse der Allgäuer Zeitung. Immobilienallin.de. Beim Lichterabend im Skywalk Allgäu Naturerlebnispark bei Scheidegg werden das Gelände und Teile des Baumwipfelpfades in ein stimmungsvolles Licht getaucht. Genießen Sie vorher die Farben der untergehenden Sonne bei einem Spaziergang in der Höhe der Baumkronen. Skywalk Allgäu, Naturerlebnis auf hohen Wogen. Kurz vor dem Viehscheid glüht das Geweih im Hirschinn in Fronten. Alle, die bis 22 Uhr in Tracht kommen, haben freien Eintritt. Die ersten 100 Gäste bekommen eine original Viehscheid-Schelle zum Lärmen. Obendrauf gibt es einen VIP-Tisch beim Frontner Viehscheid zu gewinnen. Für die passende Musik sorgen die DJs Charlie und M-Noise. Es ist der 27. Dezember 2013. Diego, ein Känguru aus Sulzberg, büxt aus, sein Gehege aus. Wie damals berichtet, hatten ihn die Neujahrsbläser erschrocken. Seither gilt Diego als verschollen. Seine Eltern, die Wallabies, Luzi und Max, waren zunächst natürlich verstört. Doch in der Zwischenzeit haben sie wieder zueinander gefunden und noch einmal Nachwuchs bekommen. Mikey heißt das kleine Böckchen nun, das mittlerweile schon immer öfter mal aus Mamas Beutel schlüpft. So sieht er aus, der kleine Mikey aus Sulzberg. Er ist ein knappes halbes Jahr alt und etwa 1500 Gramm schwer. Zusammen mit seinen Eltern Luzi und Maxl lebt Mikey in einem Gehege. Es handelt sich um sogenannte Bennett Wallabies. Die Fluchttiere fressen Gras, Heu, Gemüse, Obstbaumrinden und Rotwildfutter. Wie die größeren Kängurus tragen auch die Wallabies ihre Babys im Beutel. Bis zu 14 Monate wird Mikey dort immer wieder Zuflucht suchen. Für die Besitzer Richard und Pia Fuchs sind die Wallabies ihr ganzer Stolz. Vor allem der erneute Nachwuchs ist für sie ein Glücksfall. Wir freuen uns natürlich riesig, das sieht man ja, glaube ich, auch. Und das ist natürlich was Tolles, wenn wir jetzt wieder ein neues Kind in unserer Familie praktisch mit aufwachsen sieht. Das ist ganz klar. Das ist toll. Der kleine Mikey ist im Moment also der Mittelpunkt der Familie.
Spielerisch und neugierig entdeckt das Känguru-Baby die Welt. Dass sein großer Bruder Diego immer noch vermisst wird, bekommt der Kleine natürlich nicht mit. Er fühlt sich rundherum einfach wohl und wächst Tag für Tag. Er ist gesund und er ist vielleicht eine kleine Idee zutraulicher wie der Diego noch. Und das ist natürlich toll. Diese Vertrautheit erreichen Richard Fuchs und seine Frau nur mit viel Ruhe, Fürsorge und Gelassenheit. Seit 7 Jahren schon interessieren sie sich für Kängurus. Erst nach einigen Jahren Vorbereitung haben sie sich dann für die Haltung der Bennett Wallabies entschieden. Bei all der Freude ist der Verlust von Diego natürlich umso schwerer. Seit über 8 Monaten gilt er nun als vermisst. Dass Diego noch lebt, da sind sich seine Besitzer sicher. Der Winter war nicht hart, Futter hätte es genügend gegeben und es sei kein Kadaver gefunden worden. Außerdem wird Diego immer wieder gesichtet. Man hat den einmal am Öschlesee unten eben vor 3 Wochen, 4 Wochen am Wochenende gesehen. Da ist dann meine Frau und Kollegen eben untergegangen und haben geschaut. Man hat aber nichts gesehen. Also wohl hat da über einen Fischerverein am Öschlesee, die dann gleich bei unserem Nachbarn angerufen haben, also die Adresse halt gehabt haben oder die Telefonnummer. Und die sind dann zu uns gesprungen gekommen und dann hat man auch gesucht und geschaut. Aber es war dann nichts, irgendwie auch keine Spur irgendwie. Und der andere Hinweis ist natürlich genau in entgegengesetzte Richtung gewesen. Der war bis in Ludesch bei Blue Dance. Da warten wir immer noch drauf, dass die uns da angeblich ein Foto schicken. Da wäre er auch gesichtet gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist er? Für uns wäre es halt wichtig, egal wo er ist, wir hätten auch in Frankreich abholen. Hauptsächlich wir hätten wieder kriegen und der wäre wieder zu Hause. Diego wird also schmerzlich vermisst und das nicht zuletzt von seiner Mama Luzi. Entmutigen lässt sich die Familie Fuchs davon aber nicht, denn für sie ist das Leben mit Kängurus ein besonderer Reiz. Klar, Schaf, Kier und sonst was fressen das Gras auch weg. Känguru ist also ein bisschen was eher Besonderes vielleicht, wobei das nicht das Wichtige. Wichtig ist, wie gesagt, ganz einfach, die Tiere geben uns Sachen zurück, was man, glaube ich, heutzutage sagen kann, was man teilweise von Menschen halt nicht mehr zurückkriegt. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Darum könnten wir nie ohne Tiere sein. Ein Leben im Einklang mit den Tieren also. Auch der kleine Mikey profitiert von dieser Einstellung. Außerdem haben hier alle die Hoffnung, dass sein Bruder Diego irgendwann auftaucht und alle wieder vereint sind. Heute Abend startet um 20.45 Uhr eine neue Ausgabe unseres Magazins Treffpunkt Freizeit. Wie alle unsere Magazine wird es zu unterschiedlichen Zeiten mehrmals wiederholt. Wann welche Sendung genau läuft, das sagt Ihnen das Programmschema. Und das finden Sie auf unserer Internetseite www.allgäu-tv.de. Alle Sendungen, die aktuelle und die Magazine, sind dort auch online abrufbar. Doch wie schaut es überhaupt mit den Internetverbindungen aus? Stichwort Breitbandausbau. Damit befassen wir uns morgen Abend. Ich freue mich auf Sie. Machen Sie es gut.